Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 15 Part Numero 11. Ein weiteres Mal mit Werder Bremen. Militz trifft auf seinen Ex-Verein Werder Bremen. Und ich habe ganz vergessen, mir die Mannschaftsaufstellung anzugucken, die ich letztes Mal im Spiel gegen Dingens hatte. Hier, wie heißen sie? Wolfsburg. Ich glaube, das passt aber nur, dass ich hier Bargfrede hatte. Mir wurde auch drunter geschrieben, Azogü ist nicht Bundesliga-tauglich. Das sehe ich anders. Auf jeden Fall mehr als manch anderer hier in der Mannschaft. Ja. Ist meine Meinung. Aber hier gibt es Schlimmere. Ich weiß auch, dass Gal... Wurde mir auch drunter geschrieben, dass Galvez auf ZDM auch spielen kann. Das weiß ich. Ich dachte sogar ursprünglich, dass er ein ZDM ist. Deswegen weiß ich das auch, dass er insgesamt ZDM spielt. Also defensives Mittelfeld. Und ja, ich muss hier erstmal Hajrović. Obraniak. Wartet kurz. Ich muss mir kurz angucken, wie ich das letzte Mal gespielt habe. Es tut mir leid. Ganz kurz hier. FIFA 15. Folgen. Und gegen VW. So, hier bin ich wieder. Das war ich nicht. Zeig mir nochmal die Endaufstellung hier. Komm. Junger Mann. Bargfrede und Obraniak zusammen in der Mitte. Ach so, habe ich gespielt. Elia und Gnabry über außen. Okay, gut. Dann Bargfrede und Obraniak. Wo ist... Ach, den habe ich ja jetzt schon drin, ne? Genau so. So war es dann. Mir wurde auch drunter geschrieben, dass ich vielleicht mal Husic spielen lassen soll. Aber der hat eine 58. Der hat eine 58. Den kann ich doch nicht ins Tor stellen. Das ist mir dann auch wieder zu riskant jetzt. Vielleicht, wenn es mal besser läuft, vielleicht mal ausprobieren. Und wenn es gut läuft, dann okay, kann er bleiben. Aber solange ich einen Torwart habe, der 72 hat, werde ich den nicht für einen 58er Torwart rausnehmen, wenn ich in einer kleinen Krise bin. Sinn vor allem. Sinn! Egal. Also, Frankfurt nicht, sondern Freiburg ist angesagt hier im Regen. Schiedsrichter ist Heiner Schnitti im Weserstadion. Mal wieder ein Heimspiel. Mal gucken, wie wir uns schlagen. Wir müssen gewinnen eigentlich. Aber eigentlich müssen wir das jetzt jedes Mal. Aber mal gucken, wie es läuft. Wunderschöne Flanke von Franco Di Santo. Hier, Choreografie hier von unseren Fans, die nach 2 Sekunden wieder aufhört. Und los geht's hier. Im Weserstadion. Bundesliga. Ich will den nächsten Punkt auf jeden Fall holen. Bargfrede heute, wie gesagt, von Anfang an. Gnabry. Ah, okay, der Ball ist zu steil. Weil Bargfrede letztes Mal sehr, sehr gut gespielt hat. Und das war sehr toll. Also da hat er mich echt ein bisschen beeindruckt. Obraniak so ein bisschen die Kreativzentrale. Auch wenn das eigentlich mal Junuzovic war. Oh, Torrejon. Schmied. Foulspiel. Gelbe Karte nur. Ja, war schon so ein bisschen an der Grenze. So ein bisschen orange schon fast die Karte. Würde ich behaupten. Geht da ganz schön ekelhaft rein. Egal. Freistoß. Obraniak. Und Di Santo! Ja! Franco Di Santo! 10. Minute 1-0. Ey, das hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass ich jetzt ein Tor mache. Um Gottes Willen. 1-0. Franco Di Santo nach einem Freistoß von Ludovic Obraniak. Birki stürmt da raus und kann deswegen den Ball eigentlich gar nicht halten. Und das ist die Führung durch Franco Di Santo. Drittes Tor von ihm in der Bundesliga. Sehr schön.
Ja, schade Ecke. 8 Einsätze, 3 Tore. Das ist bei uns leider die beste Ausbeute. Aber egal, er ist trotzdem insgesamt... Oh! Mit einer der besten Spiele. Abstoß, glaube ich sogar. Ja, Abstoß. Der Ball kommt kurz auf Prödel. Und die stellen alles zu, deswegen muss ich nochmal hinten rum. Di Santo, schön auf Elia, komm. Sieh. Elia ist doch schnell, was ist denn los mit dem, wenn das ist? Zeit. Und Pedersen, 2-0. 18. Minute, Nils Pedersen. Jawohl. Oh Gott, ist das wichtig. Ist das wichtig? Elias mit dem schönen Sprint da, mit dem Ball in die Mitte und dann steht da Pedersen. Und Bürki kann den dann von der Linie nicht mehr runterkratzen, auch wenn es jetzt nicht unmöglich war. War auf jeden Fall ja noch zu retten eigentlich von Bürki, aber egal. Erstes Tor von Nils Pedersen in der Bundesliga, hat im letzten Spiel gegen Wolfsburg schon sehr gut gespielt. Sehr, sehr auffällig, wie gut er da drauf war. Und jetzt macht er sein erstes Tor und holt hier gleich wieder den Ball. Und das ist starkes Spiel, das ist Elia, das ist nochmal Franco. Di Santo, zu weit nach außen gedrängt. 22. Minute, nächste Chance durch Franco Di Santo. Der, glaube ich, jetzt in jedem Spiel von Anfang an dabei war. Hat mehrere Memedi. Wird gestört. Das ist Bargfrede. Das ist Obraniak und das ist Pedersen. Der Ball kommt aber nicht an. Tut mir leid, ich muss mich kurz kratzen. Im Spiel kann ich das schlecht machen. Ah, Di Santo fast dran gewesen. Schuster. Auf Darida. Suazo, Darida und da würde sich jetzt eine Lücke öffnen, komm. Torrejon auf Sascha Rita, egal. Sind gute Ansätze dabei auf jeden Fall. Defensiv bisher auch relativ stabil. Jetzt kommen sie vielleicht mal durch. Günther, Fritz, komm. Bargfrede. Und Schmied wird von Gnabry vom Ball getrennt und der auf Fritz und der auf Bargfrede. Oh, der Pass war scheiße. Und Gnabry ist da, der defensiv fast noch auffälliger ist als offensiv. Beziehungsweise offensiv bisher gar nicht so richtig. Und defensiv holt er da schon manchmal Bälle, wo ich mir denke, Hut ab. Bargfrede schön. Schickt. Gnabry in der Mitte. Ist Pedersen! Bürki und... Keine Ecke. Nicht mal eine Ecke. Aber egal. Clemens Fritz! Oh! Meine Güte! Riesenmöglichkeiten hier für uns. Clemens Fritz. Am Tor vorbei. Bürki hätte keine Chance gehabt. Starker und strammer Schuss zugleich von dem jungen Mann. Suazo verliert den Ball an Lukimia, der versucht es dann aber zu schnell zu machen. Aber komm, 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 komm. Zieh. Pedersen! Oh, Bürki! Nächste Chance für uns. 6 Schüsse von Bremen. 0 vom SC Freiburg. Ganz, ganz starke Vorstellung von unserer Mannschaft hier. Suazo. Auf Darida. Oder das Prödel. Oh, der Querpass war sehr, sehr riskant. Und hier ist Gnabry. Das ist Pedersen.
Ja, das ist Gnabry, komm, zieh. Der ist doch schnell, oder nicht? Ich dachte immer, Gnabry ist schnell, aber der ist heute nicht ganz so schnell. Also, Halbzeit ist hier in Bremen im Weserstadion. Wir sind klar die bessere Mannschaft, führen mit 2:0. Und stehen richtig stabil, auch defensiv. Deswegen traue ich mich eigentlich gar nicht so richtig, was zu verändern. Außer Junuzovic für Obraniak, der war nämlich sehr unauffällig, außer die Torvorarbeit. Naja, mal gucken, was Junuzovic so bringen kann im kreativen Bereich. Stark von Junuzovic schon das erste Mal. Elia ist auch wieder stark da. Und klärt dann den Ball. Oh, den muss er haben. Außen ist Schmied. Und das ist Wolf. Pedersen verliert den Ball. Klaus. Felix Klaus auf Schuster. Nein. Komm, Wolf. Scheiße. 2:1. Aha. Das war wieder scheiße verteidigt. Aber der erste Ball geht natürlich direkt ins Tor. Egal. Vergessen wir und spielen weiter nach vorne. Wenn das kein Foul war, weiß ich nicht mehr, was Fouls sind. Schöner Ball auf Bargfrede. Aber da ist vorher ein Verteidiger da. Ist das geleckt? Nee. Wolf! Oh! Fast wieder ein Torwartfehler von Wolf. Oh Gott. Richtig, richtig Glück gehabt und jetzt läuft es wieder nicht. Ecke von Schmied. Oh, und wir klären zum Glück. Memedi. Und Pedersen. Oh. Junuzovic holt den Ball. Junuzovic. Ah, Pedersen. Habe ich ja eben ein bisschen gezogen, aber egal. Wir kriegen den Ball wieder. Und verlieren ihn gleich wieder. Oh. Oh, Prödel, ganz stark. Ist das gerade wieder eine Zitterpartie? Elia. Elia. Und wir wechseln. Und zwar bringt ein Gnabry auf der rechten Seite überhaupt nichts mehr. Wir bringen Hajrović und Rukavica im Sturm für Pedersen. Der war, hat zwar sein Tor gemacht, aber war nicht so überragend wie gegen Wolfsburg. Elia Rukavica! Boah! Hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass er da das Kopfballduell gewinnt. Aber er gewinnt. Jetzt kommt Niklas Höfler für Wladimir Darida. 17 Minuten vorm Ende. Starker Kopfball eben von Rukavica, muss ich sagen. Hat echt stark gemacht. Bargfrede ist da. Hajrović ist da und Bargfrede ist da und Di Santo ist da und Rukavica nicht.
Suazo. Mike Franz. Oh, jetzt spielen sie auf alles. Alter. Jetzt Rukavica. Auf und davon. Rukavica. Rukavica. Jawohl. 3 zu 1. Nikita Rukavica. Boah. Da haben sie natürlich auf offensiv gestellt, die Freiburg. Und dann ist ein Rukavica, ja, die Waffe zum 3 zu 1. Weil der nicht wirklich langsam ist. Kann niemand was machen gegen ihn. Und dann passt zum Glück auch der Abschluss von Nikita Rukavica. Ja, 9 Minuten vorm Schluss. Ah. Torwart. Wolf hat ihn. Garcia. Elia soll eigentlich laufen, aber macht er nicht. Oh. Dann war der Abschluss echt sehr schlecht. Hätte ich nicht gedacht, aber egal. Egal, egal. 3 Minuten noch zu spielen. Es sieht nach dem zweiten Sieg aus. Oh, Rita. Junuzovic. Di Santo. Rukavica! Nochmal eine Riesenchance. Zum Ende von Nikita Rukavica. Und das war's, denke ich. Das wird's gewesen sein. Ich denke nicht, dass hier noch irgendwas passieren würde. Wir gewinnen hochverdient mit 3 zu 1. Ah, komm, einer geht noch. Ach, schade. Das ist Junuzovic! Das ist Birki und Rukavica. Naja, egal. 3 zu 1 gewinnen wir. Wie gesagt, gegen den SC Freiburg hochverdient und holen den zweiten Sieg und haben damit 6 Punkte. Sind jetzt ein wenig stabilisiert, würde ich mal sagen. 12 zu 2 Schüsse, 8 zu 2 Schüsse aufs Tor. Das sagt alles aus. Hätten viel, viel mehr noch machen können. Hier der Freistoß von Obraniak und dann geht ja, der Verteidiger da nicht so richtig stark mit Di Santo. Der köpft ihn ein. Dann hier das 2 zu 0. Wieder so ein bisschen sweaty, aber ist mir egal. In echt macht das jeder Spieler. So nach hinten legen. Kannst du mir nicht erzählen. Dann haben wir da noch Glück bei. Und hier erstmal. Hier war, glaube ich, eine Riesenchance schon. Und dann Fritz haut ihn aufs Tor. Fast ein wunderschönes Tor geworden. Aber dann ist er leider daneben gegangen. Dann der Anschluss. Dann pariert Birki nochmal. Und dann das Tor von Rukavica, ja, da kommt wie gesagt keiner hinterher, das ist ein, ja, eine gute Waffe, so als Joker. Und hier, weiß ich gar nicht, warum hat er den so rübergeballert? Ich weiß es nicht. Na, war eigentlich gar nicht so scheiße. Egal, wir gewinnen mit 3 zu 1 gegen den SC Freiburg, wie ich es jetzt schon zum 10.000. Mal gesehen habe, gesagt habe. Und Finn Bartels möchte öfter spielen und wir gucken mal auf die Tabelle und da sind wir momentan auf Rang 13, also unser Ziel ist momentan erreicht, das was wir ausgelegt haben, und zwar Mittelfeldplatz belegen. Und jetzt geht's zum FC Bayern, um Gottes Willen, das kann ja was werden. Wir verunsichern mal Robben und spulen vor. Und speichere mal lieber, bevor ich hier irgendwas vergange. Naja, ich hoffe, euch hat das gefallen und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis dann, Mann! Hallo und herzlich willkommen zu Endcard von dem 11. Part unserer FIFA 15 Karriere mit dem SV Werder Bremen. Wir fahren den zweiten Sieg in Folge ein und zwar gegen den SC Freiburg mit 3 zu 1. Das hochverdient durch die Tore Di Santo, Pedersen und Rukavica auf der Freiburger Seite. Hat Mimidi zum Anschluss zum 2 zu 1
am Schluss getroffen. Das hat den aber nichts mehr gebracht. Wir waren klar die bessere Mannschaft durchgehend und haben die 3 Punkte verdient eingesackt. Der nächste Gegner ist dann der FC Bayern. Mal gucken, wie das so wird. Wahrscheinlich spaßig. Naja, ich hoffe, euch hat das gefallen und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann, Mann!